Willkommen zurück zu Snuttergastveria. Wir sind hier bei gerade das Regime zu schwächen, die Kokainplantagen zu markieren und dann einen Luftschlag anzuzetteln. Schon länger nicht mehr Snuttergastveria gezockt. Heute geht's aber weiter. Ich habe vorhin... Wow, gleich wird hier rumgeballert. Die Grünen sind ja, glaube ich, die Verbündeten. Von hier aus habe ich, glaube ich, aber doch schon mal gespielt, ne? Kann eventuell sein. Auf jeden Fall eine geile Sniperstelle. Ich habe vorhin den Multiplayer gezockt. Der... Was? So, was sagt man nicht? So, hier muss man sich wirklich sehr konzentrieren in dem Spiel. Und ich gebe dir mal einen schönen Headshot. Und im Multiplayer, da war ich am Anfang richtig schlecht. Das ist aber klar. In jedem Spiel, was man anfängt, wo es zum Beispiel Multiplayer gibt, da ist man doch eher schlechter. Weil... So, ich bringe den erstmal um. Oh, da ist noch einer gleich. Unglaublich. Weil man noch nicht mal die Karten kennt, worauf man spielt. Wenn man die Karten kennt, kann man auch was an seiner Taktik verbessern. Und ich habe 16 Kills hintereinander gemacht, ohne zu sterben. Das hier sieht wieder so ein bisschen fail aus, diese Schatten hier. Ist CC. Und ich glaube, wir haben schon mindestens 2 Plantagen in die Luft gehen lassen. Also, wir können uns wirklich auf die Schulter klopfen. Wir haben wirklich schon alles versucht hier, um dieses Regime zu schwächen. Und wir verfolgen ja auch diesen General. Wow, hier kommen echt viele. Alter. Oh, Headshot und ich habe gerade so getroffen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich das Spiel gerade richtig gut. Einfach weil ich im Multiplayer irgendwie viele Kills gemacht habe. Wirkt sich das auch auf den Singleplayer aus? Ah, stirb doch mal! Und ihr, meine Freunde, auch. Alter, wie viele Gegner sind denn hier? Geil! Erstmal wieder schön nachladen. Oh. Are you, wirklich ernst? So. Ich zieh mich mal hoch und jetzt runter hier, oder wie? So. Ich will runter! Ah, ja. Gelandet. Sicher und weich gelandet. Oh, meine Waffe ist weg. Meine Arme sind irgendwie gerade weg. Scheiße. Huch, Alter. Ach nee, ich hänge da noch dran anscheinend. Okay, warte. Zack. Dich kann ich wieder mitnehmen. Oh, Wurfmesser, das ist natürlich auch eine schöne Art, um die Gegner auch vollkommen zu blamieren. Sie wissen aber jetzt, dass wir die Plantagen wahrscheinlich anvisieren. Die haben mit Sicherheit hier irgendwie auch Funksprüche und so. Und wenn wir schon 2 gesprengt haben, dann wird sich das rumsprechen. Dann sind die umso besser verteidigt wahrscheinlich. So, wir gehen weiter. Die Musik wieder geil dramatisch. Finde ich gut hinterlegt, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen vorsichtiger weitergehen. 133 Meter ungefähr. Oh mein Gott, eine Kuh! Na, wie geht's dir? Oh, das Auge sieht ja... ziemlich, heftige Augenringe. Die zockt zu viel Sniper Ghost Warrior. Das ist ja das Thema, was man hier anspricht. Das thematisiert das Spiel auch ganz klar. Na, geh auf! Die zockt hier zu viel. Soll ich sie mal umbringen? Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Auf jeden Fall mit dem Wurfmesser in dein Hörnchen! Und... Feuer! Warte, etwas weiter zurück und jetzt... Huah! Und ich treffe nicht. Ich bin der Beste hier. Na okay, noch ein bisschen weiter zurück. Beweg deinen Kopf nicht. Ah, schon wieder nicht getroffen, aber jetzt. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr makaber, was ich hier mache. Okay, man sieht kein Blut. Haben wir die jetzt auch umgelegt. Das machen wir nur, um das Regiment zu schwächen. Auch die kleinen Sachen, die spielen natürlich eine große, große Rolle, muss man sagen. Fängt von der Milch an. Wenn sie keine Milch mehr haben, sind sie nicht mehr gestärkt und können nicht mehr wachsen. Ich bin hier schlau. Hm, genau. Natürlich nicht. So, komm, gehen wir mal weiter. Wir nähern uns jetzt... die Musik wird langsam stiller. Wahrscheinlich jetzt wieder taktischer, die Musik. So, dünn. Wer wird Millionärmusik vielleicht? Nein, wir gehen hier in ein Areal, wo es scheint, keine Gegner lauern. Das ist immer am gefährlichsten. Ich spring mal hier rüber, wenn das geht. Wunderbar. Wow. Oh, ich renne erstmal. Was? Was ist denn das da vorne? Ist das etwa ein Panzer? Der schießt auch noch. Gut, dass ich noch 3 Wurfmesser habe. Rüstung sie vor. Roger, Paket ist unterwegs.
Gezielte Luftangriffe, das war eine Plantage, die wir markiert haben. Wir waren noch nicht allzu weit weg, deswegen wird sie jetzt erst gesprengt, weil wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich dann sterben würde. Oh, eine Stunde und eine... Ach nee, und 11 Sekunden sind das, glaube ich, von hier. Ich bin weit weg vom Fernsehen. Ne? So, Kopfschüsse 15, 61 Kills. Boah, das ist schon viel Genauigkeit. Ja gut, 47%, bla bla bla, wie auch immer. Den Multiplayer werde ich auch nochmal ganz kurz ins Let's Play mit einwirken lassen. Plantagen wurden vernichtet, aber der Evakuierungshubschrauber musste ohne Razor 6 vorstarten. Er hat den Befehl, sich nach Norden bis zum nächsten Evakuierungspunkt durchzuschlagen. Er muss dabei tief in feindliches Gebiet, aber es ist die einzige Möglichkeit, ihn rauszuholen. Von Evakuierungspunkt zu Evakuierungspunkt, irgendwann sind wir dann hier irgendwo in Deutschland. Also es geht ratzfatz, dann sind wir in Deutschland. Ist ja unglaublich. Ich bin dieser Razor... Six. Vor. Aber das viel. Halt die Klappe. Halt die Klappe, bitte. Aber die Landschaft sieht schon geil aus. Na gut, grafisch und so ist es nicht ganz so das Dolle. Aber ich finde so eine Atmosphäre, das ist doch schön. Kann ich eigentlich diese Vögel. Die sehen so aus wie zwei Pixel oder so. Und wenn man sie anvisiert, sind sie wahrscheinlich gar nicht sichtbar. Oh, da vorne. Wasser, wie schön ist das denn, Mensch? Ich glaube, hier hause ich mich mal ein. Mother 2, hier Razor 6 vor. Ich sehe im Tal einige Luft. Das ist meine Stiefmutter. Der Hubschrauber könnte Probleme haben, hier durchzukommen. Over. Verstanden, Razor 6 vor. Sie müssen sämtliche Luftabwehr in diesem Gebiet ausschalten. Es gibt keinen anderen Landeplatz für den Hubschrauber. Unseren Scans zufolge gibt es dort insgesamt 3 dieser Stellungen. Erstatten Sie Bericht, sobald das Tal sicher ist. Bestätigt, Mother 2. Bin unterwegs. Oh. Ich glaube, zwei... Nein, der hat überlebt und er kommt jetzt. Das war doof eigentlich von mir. Muss ich sagen. Aber ich wollte einfach mal draufballern. Beruhig dich. Die Herzfrequenz muss leider wieder stabil werden. So, mit der Secondary kann man auch viel Schaden machen. Warte, pass mal auf. Habe ich noch einen Wurfmesser? Oh. Der sieht mich gleich. Wah! Ja! Wah! Take this, asshole! So, weiter geht's. Wie gesagt, es ist echt Let's Play, wo ich mich in vielen Phasen einfach konzentrieren muss. Da sage ich einfach mal nichts. Nicht, dass ihr denkt irgendwie, hab keinen Bock oder so. Nee, ich muss mich konzentrieren. Das machen Pros. Bam, erstmal in den Kopf. Der Rechte, der hat's schon gemerkt. Viel, viel Tomaten-Ketchup. Oh, der ist aber anscheinend nicht so gut ausgebildet, weil normalerweise würde man sofort in Deckung gehen und gucken, woher kommt der Schuss. Man würde sich organisieren. Das passiert hier nicht. Die laufen, bleiben einfach stehen. Oh, die Sonne kommt raus. Das vermisse ich leider hier gerade in Deutschland. Ist ja, sind ja fast schon Minusgrade. Nächste Woche soll es sogar schneien. Na toll. Habe ich mir da nur gedacht. Oh, ein Messer. Kann ich mir das aufnehmen? Ist ein Hackmesser, oder? Oh! Ja. Ja, 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 ja. Ich kümmere mich ja schon um euch. Und für alle die, die nicht wissen, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir spielen auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Nämlich wegen den Trophäen, da muss man das ganze Spiel nicht nochmal komplett durchspielen. Man muss es nochmal einzelne Passagen durchspielen für die Platin-Trophäe. Es sei denn, man macht alles in einem Run, aber darauf will ich mich nicht konzentrieren. Ich dachte, hier würden überall Schrotflinten drin sein, das wär's ja. Hier ein schöner Sessel, der gar nicht verrostet ist. Ich setz mich mal drauf. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn? Warte. Salzstreuer oder sowas ähnliches? Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht von hier. Ist auch nicht so gut animiert. Da oben sehen wir den weißen Punkt. Ja, wir sollen 3 geschützt, Abfanggeschütztürme da zerstören. Könnte schwer werden. Ich glaube, dass da müssen wir nicht ein Geschütz zerstören, sondern einfach den der Mensch, der das aktivieren könnte oder eben der damit schießen würde. Oh mein Gott, der Boden hier. Er ist einfach nur mysteriös. Er saugt hier die Hand in sich ein. Ja. Das sieht wirklich komisch aus. Oder er hatte von Anfang an einfach nur eine Hand fehlte ihm. Aber es wäre echt komisch, wenn er dann hier rekrutiert werden würde. Wer will denn den haben? Weil er ist dann dadurch ja schwächer und alles. Wenn er irgendwie eine Hand ab hätte, dann wäre mit Sicherheit hier irgendwie ausgezeichnet oder so. Und wäre dann
eher bei den höheren Köpfen und nicht irgendwie so eine Landratte, sage ich mal. Ich sag's mal so, wie es ist. Oh. Das ist eine Gefangene. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Einfach aus dem Grund, vielleicht werden die erschossen. Ich lasse jetzt erstmal... Oh, sehr schön. Ist bei 80. Ich kann 2 auf 1 Streich töten. Ich mach das mal. Wahrscheinlich Game Over. Die rennen weg. Ist der böse? Ja, die anderen nicht. Ich glaube, die konnte ich auch nicht anvisieren. So, die Zivilisten könnten jetzt geflohen sein. Der Verdacht ist natürlich jetzt hoch. Man hört das ja auch. Das ist ja hier im Bergteil, wo der Klang quasi explodiert nochmal. Also eine Rückkopplung, dass es dann noch viel, viel stärker ankommt. Ne, mein Freund, ich sehe dich. Hä? Du warst da doch gerade noch. Ach da. Nee, das ist eine Pflanze. Okay, I'm here. Right? No. I can't. Ach. Okay. Wahrscheinlich von hinten irgendwie deaktivieren oder so. Gott sei Dank sind die nicht bewacht und so. Oh! Oh, sehr gut. Ich kann gehen. Um die Luftabwehrstelle zu zerstören, ist eine Menge Sprengstoff nötig. Ich dachte jetzt... na egal. Unsere Scans zeigen ein feindliches Waffenlager in einem Dorf etwa 1 Kilometer südlich ihrer aktuellen Position. Dort können Sie finden, wonach Sie suchen. Seien Sie vorsichtig, da gibt es jede Menge Aktivität. Suchen Sie sich in den Ruinen einen Ort, von dem aus Sie den Weg freimachen können. Verstanden. Rücke vor. Immer diese Umwege. Jetzt sollten wir nochmal C5 oder C4 sogar holen. Diese Geschütztürme zu zerstören. So, ich glaube, hier oben ist das, ne? Ich glaube nicht, dass ich jetzt 200 Meter nach unten rennen muss und dann wieder hier nach oben kommen soll. So, der Typ ist von hier unten, von hier oben gekommen. Sprich also, hier könnte es weitergehen. Oh, nee. Nicht so eine Spraywaffe. Ich will so eine Instant-Sniper. Genau die ich gerade habe. Ich glaube, es gibt noch eine bessere davon. Alter, Mensch, Hilfe! Nicht, dass ich mich hier irgendwo verbagge und irgendwie durch den Boden dann falle. Ist leider so bei diesem Spiel. Habe ich auch im Multiplayer erlebt. Da vorne ist ein Rauchsignal. Oder einfach nur ein Brand. Ich muss nach da oben. Aber hier würde natürlich nochmal alles bewacht sein. Wie komme ich nach da oben? Hier muss es doch irgendwo einen Weg nach oben geben. Ah, eine Treppe. Ey, Mann. Oh, Mann. Mist. Diese Umgebung hier macht mir echt zu schaffen. Gummibären. In jedem Shooter springe ich immer rum und schieße, aber das Gute ist, ich treffe immer, auch wenn ich springe, ich treffe immer und kann so ausweichen. Ich weiß nicht, macht ihr das vielleicht auch so ähnlich? Schreibt's doch mal in die Kommentare oder wie ihr eben agiert hier. So, ich gehe jetzt aber erstmal weiter. Ich bin da. Oh, Budar. Soll ich wirklich nach da vorne gehen und C4... Oh, geile Stelle, muss ich sagen. So, der ist tot. Gut, dann gehen wir erstmal in das Dorf hier. Weil hier ist anscheinend kein C4. Ich habe da jetzt auch nicht richtig zugehört gehabt. Wahrscheinlich ist das C4 auch bei den Wachen. Das würde auch Sinn ergeben natürlich. Nee, das ist keiner, ne? Oder ist das da einer? Was ist das? Nee, ein Felsen ist das. Können auch durchaus gefährlich sein, Felsen. Gut, ich gehe jetzt langsam zum Lager hin und werde da alle eliminieren. Ein Mann tötet umgerechnet wahrscheinlich insgesamt dann ein bisschen mehr als 2000 Leute. Das ist logisch gehalten hier, das Spiel. Das feiere ich an dem Spiel, dass es so logisch ist. Wenn ich hier runter springe... Warte mal, hier verliere ich doch kein Leben, oder? Das bisschen hier, nö. So, siehste. Ich muss da irgendwie rüberkommen. So, ein Gegner muss mit Sicherheit hier an der Küste sein. Bin ich fast... von überzeugt, dass der hier sein müsste eigentlich. Auf dem Radar wird mir hier irgendwas angezeigt. Momentan sehe ich noch nichts. Ich
ich tauche mal ab im wahrsten Sinne des Wortes. So, schwimmen wir hier einmal rum. Boah, Alter, habe ich mich erschreckt. Der Checkpoint. Das ist teilweise ein Horrorgame hier. Die sind hier tatsächlich irgendwo. Oder da oben.